Was? Warum? Eliza, bist du das? Natürlich bin ich das. Hattest du geglaubt, du wirst mich so einfach los? Aber du bist doch tot. Weil du mich ermordet hast. Nein, das ist nicht wahr. Es war ein Unfall. Oh, Lügner. Du allein bist schuld an meinem Tod. Du wirst dafür büßen. Das schwöre ich. Atkins! Atkins, wo stecken Sie? Sie wünschen, Sir? Ist jemand im Haus, eine Frau? Nein, Sir, es ist noch sehr früh am Morgen. Um diese Zeit ist grundsätzlich niemand im Haus, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Sie dürfen nicht, Atkins. Ich habe deutlich eine Frauenstimme gehört. Mit Verlaub, Sir, aber das ist schlicht unmöglich. Bin doch nicht verrückt. Verrückt nicht, aber eventuell noch ein wenig angeschlagen, wenn ich das mal so formulieren darf. Anhand der Situation wäre das durchaus nachvollziehbar. Erzählen Sie keinen Blödsinn. Ich bin nicht angeschlagen. Nicht körperlich und nervlich schon gar nicht, falls Sie das gemeint haben sollten. Wann ist das Frühstück soweit? Um 8.30 Uhr, Sir. Wie jeden Morgen. Seit nunmehr 23 Jahren. Ich wünsche heute eher zu frühstücken. Machen Sie sich umgehend an die Arbeit. Sehr wohl, Sir. Haben Sie das gehört? Wie belieben. Das Lachen. Bedauere. Jetzt halten Sie mich nicht zum Narren. Ich muss doch sehr bitten. In nunmehr 23 Jahren habe ich es mir noch niemals erlaubt, Sie zum Narren zu halten. Aber Sie müssen sie doch gehört haben. Wen, Sir? Meine Frau, verdammt nochmal! Oh. Elizas Porträt. Es ist in dem Moment von der Wand gefallen, da ich von ihr gesprochen habe. Ich werde es umgehend wieder an seinen Platz hängen. Nein, Sie bereiten jetzt das Frühstück. Und dann telegrafieren Sie nach London. Holen Sie mir diesen jungen Burschen her, den uns Ian seinerzeit vorgestellt hat. Ja, Sie wissen schon, diesen eingebildeten Kerl, der geprahlt hat, er könne jedes Problem lösen. Sein Name war Hobbs oder so ähnlich. Er hieß Holmes, Sir. Sherlock Holmes. Im Jahre 1878 erwarb ich meinen Doktortitel an der Universität von London. Anschließend begab ich mich nach Netley, um an einem Lehrgang für Ärzte der Armee teilzunehmen. Nachdem ich diesen abgeschlossen hatte, wurde ich den 5. Northumberland-Füsilieren zugeteilt, die in Indien stationiert waren. Zum Zeitpunkt meiner Ankunft war bereits der 2. Afghanistan-Krieg ausgebrochen und so barg meine Militärlaufbahn für mich nichts als Missgeschick und Unheil. In der verhängnisvollen Schlacht von Maiwand wurde ich von einer Kugel getroffen, die mein Schulterblatt zerschmetterte. Bei meinem darauffolgenden Aufenthalt im Spital raffte der Typhus nahezu die ganze Truppe hinweg. Mein Leben hing an einem seidenen Faden. Diesem Umstand hatte ich meine Rückkehr nach England zu verdanken. Dort erhielt ich, weiter in Lohn und Brot der Armee, die Gelegenheit, die kommenden 9 Monate mit der Pflege meines Befindens zu verbringen. Da ich in London weder Freunde noch Verwandte hatte, lebte ich mehr oder minder in den Tag hinein und verbrachte viele Abende, sinnierend und meinen Gedanken nachhängend, in der Bar des Criterium. Watson? Ja? Nicht zu fassen! Sie sind es wirklich, alter Freund! Stamford! Also, das ist eine Freude. Ganz meinerseits. Wie lange ist das her, dass wir beide am Barts zusammengearbeitet haben? 2 Jahre, möchte ich meinen. Mindestens. Aber sagen Sie, alter Freund, was ist Ihnen widerfahren? Sie sind ja nur mehr ein Gerippe.
In knappen Worten schilderte ich ihm die Ereignisse der letzten Monate. Und auch er setzte mich darüber ins Bild, wie es ihm, der unter meiner Leitung Assistenzarzt am Bartholomew's Hospital gewesen war, in der Zwischenzeit ergangen ist. Armer Teufel. Was wollen Sie denn jetzt machen? Naja, zunächst einmal eine Unterkunft suchen. Das Vaterland wird nicht mehr lang für mein Auskommen sorgen. Ich muss versuchen, in London Fuß zu fassen. Aber es ist leider nicht einfach, gemütliche Räume zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Seltsam. Sie sind schon der Zweite, der heute etwas Derartiges zu mir sagt. Tatsächlich? Und wer war der Erste? Ein junger Student, der des Öfteren unser Laboratorium für Versuche nutzt. Ah. Erst heute früh hat er sich darüber beklagt, dass er keinen findet, der mit ihm ein Zimmer teilt. Wenn er wirklich jemanden sucht, mit dem er Kost und Logis teilen will, dann bin ich für ihn genau der Richtige. Ich würde viel lieber mit jemandem zusammenleben, als allein zu sein. Sie kennen Sherlock Holmes noch nicht. Wie meinen Sie das? Er ist ein wenig wunderlich, wenn ich das mal so nennen darf. Ein Enthusiast und Idealist, was bestimmte Zweige der Wissenschaft angeht. Damit hat er sich bei uns nicht sehr viele Freunde gemacht. Aber ansonsten ist er ein ganz patenter Kerl, wenn Sie mich fragen. Ein Medizinstudent, nehme ich an? Nein. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, worauf er sich verlegt hat. Aber er hat profunde Kenntnisse in Anatomie und scheint auch ein begabter Chemiker zu sein. Haben Sie ihn denn nie gefragt, was er studiert? Nein. Aus ihm bekommt man leider nichts Privates heraus. Ansonsten ist er allerdings sehr mitteilsam, wenn er in der Laune dazu ist. Und das ist er des Öfteren. Ich möchte ihn kennenlernen. Wie kann ich ihn treffen? Er ist bestimmt im Laboratorium. Er arbeitet meist von morgens bis tief in die Nacht. Wenn Sie wollen, können wir sofort vorbeifahren. Gern. Na, dann kommen Sie. Wir bestiegen eine Droschke und fuhren trotz der vorgerückten Stunde zum Bartholomew's Hospital. Die vertrauten Gerüche und visuellen Eindrücke versetzten mich für einen kurzen Augenblick zurück in eine glücklichere Zeit, die für mich, obwohl sie erst wenige Jahre zurücklag, wie eine längst vergessene Vergangenheit schien. Machen Sie mich aber bitte nicht dafür verantwortlich, wenn Sie nicht mit ihm auskommen. Wenn wir tatsächlich nicht miteinander auskommen sollten, können wir uns ja jederzeit wieder trennen. Aber warum haben Sie so ein großes Interesse daran, Ihre Hände in Unschuld zu waschen? Was stimmt denn mit diesem Holmes nicht? Er wirkt auf mich bisweilen etwas gefühllos. Er ist für meinen Geschmack einfach zu wissenschaftlich, zu analytisch. Aber das ist doch eine gute Sache. Prinzipiell durchaus. Aber man kann es auch übertreiben. Wenn es so weit geht, dass man in der Pathologie Leichen mit einem Stock schlägt, dann nimmt das schon sehr bizarre Ausmaße an. Das hat er getan? Ja, angeblich um festzustellen, ob und wie weit Wundmale noch nach dem Tod zugefügt werden können. Aber da sind wir schon. Jetzt können Sie sich gleich selbst ein Bild von ihm machen. Wir betraten einen großen Raum, gesäumt und übersät von zahlreichen Flaschen. Breite Tische standen allenthalben herum, die überfüllt waren mit Retorten, Reagenzgläsern und anderen Gefäßen. Hinter einem von ihnen kauerte eine hagere Gestalt, die bei unserem Eintreten aufsah und mit einem Reagenzglas in der Hand auf uns zugestürmt kam. Ich habe es gefunden. Ein Reagenz, das von Hämoglobin und von nichts anderem ausgefällt wird. Ist das nicht epochal? Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes. Sehr erfreut. Ebenfalls, Doktor. Ah, Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Woher um alles in der Welt wissen Sie das denn? Unwichtig. Jetzt zählt nur das Hämoglobin. Sie als Arzt begreifen sicher, wie wichtig diese Entdeckung ist. Chemisch bestimmt reizvoll, aber praktisch doch wohl kaum von Nutzen. Ganz im Gegenteil. Das ist mit Sicherheit die praktischste und wichtigste Erkenntnis der Gerichtsmedizin seit Jahren. In seinem übertriebenen Eifer ergriff er den Ärmel meines Mantels und zog mich zu dem Tisch, an dem er gearbeitet hatte. Ah, wir brauchen frisches Blut. Moment! Ohne mit der Wimper zu zucken, bohrte er eine lange Nadel in seinen Finger und sog einige Blutstropfen mit einer Pipette auf. Jetzt gebe ich das Blut in einen Liter Wasser. Sie sehen, dass Sie nichts mehr sehen. Das Blut ist quasi unsichtbar und Sie glauben, reines Wasser vor sich zu haben. Aber...
Mit einem triumphierenden Lächeln warf er einige kleine weiße Kristalle in das Gefäß, woraufhin die Flüssigkeit sofort eine mahagoniartige Färbung annahm und ein feiner brauner Staub entstand, der sich am Boden des Krugs absetzte. So. Was sagen Sie jetzt? Wirklich ein sehr empfindliches Verfahren. Es ist eine Revolution. Die alte Guaiac-Probe war umständlich und bei vertrocknetem altem Blut sogar völlig wertlos. Aha. Diese Methode funktioniert aber auch dann. Hm. Wenn der Test bereits früher erfunden worden wäre, dann hätten Hunderte von Leuten, die straffrei ausgingen, für ihr Verbrechen gebüßt. Tatsächlich? Natürlich. Wie viele Fälle gab es, in denen ein Mörder mangels Beweise auf freien Fuß gesetzt werden musste? Weil man die braunen Flecken der längst vergangenen Tat nicht mehr zuordnen konnte. War es Blut, Erde, Obst? Der Fall von Bischof in Frankfurt letztes Jahr. Oder Mason aus Bradford im Februar. Und natürlich der berüchtigte Muller aus Brooklyn. Oder Lefebvre in Belgien. Sie alle wären gehängt worden, hätte man mein Verfahren bereits angewendet. Sie scheinen ein wandelndes Kriminallexikon zu sein. Sie sollten ein Buch zu diesem Thema verfassen. Oh, vielleicht werde ich das eines Tages tun. Es dürfte eine sehr interessante Lektüre werden. Wir sind mit einem Anliegen gekommen, Holmes. Mein Freund sucht eine Unterkunft und weil Sie sich doch heute früh beklagt haben, dass keiner mit Ihnen eine Wohnung teilen will, habe ich mir gedacht, dass ich Sie beide doch am besten einmal zusammenbringe. Eine hervorragende Idee, Stamford. Ich habe in der Tat ein Auge auf ein Apartment in der Baker Street geworfen, das genau das Richtige für uns wäre. Für mich alleine ist es leider nicht erschwinglich. Das klingt verlockend. Stört Sie der Geruch von Tabak, Dr. Watson? Nein, ich rauche selbst ab und an. Würden Sie ein paar kleinere chemische Experimente belästigen, die ich von Zeit zu führen gedenke? Absolut nicht. Mhm. Lassen Sie mich überlegen. Welche Laster habe ich noch? Nun, manchmal sitze ich Tage nur da und blase Trübsal. Sie dürfen dann nicht meinen, ich wäre verärgert. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, dann bin ich bald wieder der Alte. Was haben Sie zu beichten? Hm? Ich finde, man sollte das Schlimmste voneinander wissen, bevor man zusammenzieht. Da haben Sie sicher recht. Nun, ich habe etwas gegen Lärm, weil meine Nerven durch die Vorkommnisse der letzten Monate etwas in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ah. Ich stehe meist zu gottlosen Zeiten auf und bin überhaupt etwas träge. Fällt Violine spielen für Sie in die Kategorie Lärm? Das hängt vom Spieler ab. Dann können wir die Sache als abgemacht betrachten. Vorausgesetzt natürlich, das Zimmer gefällt Ihnen. Wann können wir es ansehen? Kommen Sie morgen gegen Mittag hierher, dann fahren wir gemeinsam dorthin und regeln alles. Einverstanden. Ich werde um Punkt 12 hier sein. Ich freue mich, Dr. Watson. Dann also bis morgen. Ich war zugegebenermaßen überrascht, dass er mich nach diesen Worten einfach stehen ließ. Aber in mir überwog die Freude, endlich einen Lichtblick gesehen zu haben. So ignorierte ich diese kleine Unhöflichkeit und verließ zusammen mit Stamford den Raum. Sagen Sie, woher weiß er, dass ich in Afghanistan war? Das ist eine weitere seiner kleinen Besonderheiten. Das macht er immer. Viele Leute wollten schon wissen, wie er solche Dinge herausfindet. Aha, dann ist das so eine Art Spiel, ein Rätsel. Das ist aufregend. So etwas mag ich. Das wahre Forschungsgebiet des Menschen ist und bleibt der Mensch. Dann erforschen Sie ihn mal. Aber ich bin mir sicher, er wird mehr über Sie herausfinden, als Sie über ihn. Auf alle Fälle viel Spaß dabei, alter Freund. Berichten Sie mir bei Zeiten, wie es Ihnen beiden ergangen ist. Aber gerne doch. Noch einmal danke, dass Sie uns zusammengebracht haben. Keine Ursache. Goodbye, Watson. Goodbye. Wie verabredet, trafen wir uns am nächsten Tag und inspizierten die Räumlichkeiten von Nummer 221b Baker Street. Sie bestanden aus zwei gemütlichen Schlafzimmern und einem großen, luftigen Wohnraum, der von zwei breiten Fenstern erhellt wurde. Die Wohnung war so vorteilhaft und der Preis, aufgeteilt auf uns beide, so maßvoll, dass wir die Verhandlungen auf der Stelle zum Abschluss brachten.
Noch am gleichen Abend brachte ich meine Habseligkeiten aus dem Hotel in die neue Wohnung. Am nächsten Morgen half ich Holmes designen, mehrere Kisten und Schrankkoffer aus der Universität hinüberzuschaffen. Sie studieren also gar nicht? Nein. Wer hat das behauptet? Stamford? Ja. Er hat es wohl angenommen, weil ich an der Uni bei einem Freund untergekommen bin. Nein, ich bin privater Ermittler. Ein Detektiv? Genauer gesagt, ein beratender Detektiv. Auf diesen Terminus lege ich besonderen Wert, müssen Sie wissen. Detektive gibt es in London viele, berufliche und private. Wenn diese nicht mehr weiter wissen, dann kommen sie zu mir. Ich ermittle, beobachte und deduziere. Deshalb also? Was meinen Sie? Die Sache mit Afghanistan. Sie haben das also anhand Ihrer Beobachtungen meiner Person deduziert. Natürlich. Sehen Sie, es war ganz einfach. Stamford hat Sie als Arzt vorgestellt, aber Sie haben die Haltung eines Soldaten. Aha. Also Armeearzt. Ihre Hautfarbe ist für einen Engländer ungewöhnlich dunkel. Nein. Die Farbe Ihrer Handgelenke aber weist Sie eindeutig als Landsmann aus. Sie waren also längere Zeit im Ausland. Ihre dünne Statur und Ihr ausgezehrtes Gesicht verrieten mir, dass Sie in den letzten Monaten sehr viel Mühsal und Qualen erlitten haben. Die Haltung Ihres linken Armes erschien mir ungewöhnlich. Er wirkt etwas steif, muss also verletzt worden sein. Wo gab es in letzter Zeit einen Kriegseinsatz der britischen Armee, der all diese Punkte erklären würde? Nur in Afghanistan. So wie Sie das jetzt erklären, erscheint es geradezu lächerlich einfach. Im Grunde ist es das auch, Watson. Aber sagen Sie das nicht weiter, sonst bin ich bald arbeitslos. Mr. Sherlock Holmes? Ja? Ein Telegramm für Sie. Sie sind aber kein Telegrammbote. Nein, ich studiere Mathematik bei Professor Holmes. Das Telegramm wurde in unserem Sekretariat abgegeben, da der Absender wohl noch nicht weiß, wo Sie in Zukunft wohnen werden, Mr. Holmes. Mr. Holmes meinte, es könnte wichtig sein und ich soll es Ihnen sofort bringen. Ah. Hier, für Ihre Mühen. Danke, Sir. Wie es scheint, muss ich den weiteren Verlauf unseres Einzuges um ein paar Tage verschieben. Ein Fall? Nun, das wird sich zeigen. Hier, lesen Sie ruhig. Brauche Ihre Hilfe, Stopp. Werde von Geistern heimgesucht, Stopp. Erbitte sofortiges Erscheinen, Harold Stern. Geister? Das klingt eher nach einem Scherz. Nicht, wenn es von Harold Stern kommt. Er ist mit Sicherheit die humorloseste Person, der ich bisher begegnet bin. Allerdings könnte es eine Art Test oder Prüfung sein. Ein Test? Stern ist der Vater eines Schulfreundes von mir. Er hat mich nie sonderlich gemocht. Für mein Vorhaben, Detektiv zu werden, hatte er stets nur Hohn und Spott übrig. Und jetzt denken Sie, er will Sie demütigen? Ich werde es herausfinden. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie begleite? Ihre Arbeit interessiert mich. Ich habe ja leider keine Profession, der ich nachgehen könnte. Und ganz allein in einer noch nicht bezogenen Wohnung möchte ich mich momentan nicht so gern aufhalten, wenn ich ehrlich bin. Nein, im Gegenteil. Ich würde mich sogar darüber freuen. Ich kenne Sie zwar erst sehr kurz, aber ich spüre, dass sich Ihre Gegenwart positiv auf meine Gehirnzellen auswirkt. Also, machen wir uns auf den Weg. Mein erster Eindruck von Sterns Anwesen war kein sehr einnehmender. Auf mich wirkte das verwinkelte Gebäude aus Schiefer eher wie eine normannische Trutzburg, denn wie eine herrschaftliche Villa. Obwohl ich mich ohne Zweifel als einen rational denkenden Zeitgenossen bezeichnen würde, mochte ich beim Anblick des düsteren Gebäudes gern daran glauben, dass in diesen Mauern Geister ihr Unwesen trieben. Ein kauziger, kleiner Mann mit weißgrauem Haar empfing uns an der Eingangstür. Seine Kleidung wies ihn untrüglich als den Butler aus. Ah, Mr. Holmes.
Wie schön, dass Sie es so schnell möglich machen konnten. Atkins, es ist mir eine große Freude, Sie wiederzusehen. Darf ich Ihnen Dr. Watson vorstellen? Er ist ein Freund, mit dem ich in der Baker Street eine Wohnung bezogen habe. Sehr erfreut. Ihre Freunde sind auch die meinen, Mr. Holmes. Aber kommen Sie, Mr. Stern erwartet Sie bereits. Er ist in einem bedauernswerten Zustand. Seine Nerven sind stark angegriffen. Wegen des Spuks? Ja. Er ist der festen Überzeugung, die selige Mrs. Stern würde ihn nächtens heimsuchen und ihn für ihren Tod verantwortlich machen. Eliza Stern ist verstorben? Ja. Hat Ian Ihnen das nicht mitgeteilt? Mein Kontakt zu ihm ist abgerissen, seit ich als Detektiv arbeite. Ich bin sehr oft unterwegs. Man muss ständig in Bewegung bleiben, wenn man dem Verbrechen Einhalt gebieten will. Ich verstehe. Wann und wie ist Eliza ums Leben gekommen? Geschehen ist das Untröstliche Anfang September des vergangenen Jahres. Es war ein Reitunfall. An dem Ihr Mann aber keine Schuld trägt? Nicht die geringste. Behauptet er jedenfalls. Ah. Und die polizeilichen Untersuchungen haben das wohl bestätigt. Demnach scheint sich der Geist der Verstorbenen zu irren. Ah, der Hausherr. Mr. Holmes, endlich. Aber wer ist der andere Herr? Mein Name ist Watson, Dr. Watson. Er ist ein Freund. Es schmeichelte mir, dass mich Holmes nun schon zum zweiten Mal als seinen Freund vorstellte, obwohl wir uns doch erst so kurze Zeit kannten. Aber ich kann nicht verhehlen, dass auch ich bereits fühlte, dass es zwischen uns ein unsichtbares Band gab. Eine Verbindung, die wesentlich länger andauern würde, als es gemeinhin bei Wohngenossen der Fall war. Atkins, bringen Sie uns Tee. Sehr wohl, Sir. Nehmen Sie Platz. Sie wissen ja sicher noch, dass ich Zeit als eines der kostbarsten Güter der Menschheit ansehe. Daher will ich sofort zur Sache kommen. Das liegt auch in meinem Interesse. In Ihrem Telegramm schrieben Sie, dass Sie von Geistern heimgesucht werden? Genau so ist es. Aber lassen Sie mich am Anfang beginnen. Im vergangenen Herbst kam Eliza, meine Frau, ums Leben. Sie kennen sie ja sicher noch aus der Zeit, als Sie mit Ian befreundet waren. Natürlich. Es war ein kühler Herbstabend. Sie war noch einmal ausgeritten, obwohl Unwetter und Gewitter sich bereits ankündigten. Um welche Uhrzeit genau? So gegen 18 Uhr. Ist das denn wichtig? Jedes noch so unwichtig erscheinende Detail kann von Bedeutung sein. Nun, als sie nach 2 Stunden noch immer nicht zurück war, das Unwetter war indes losgebrochen, da machte ich mich auf die Suche nach ihr. Und schließlich, nach einer schier endlos erscheinenden Zeitspanne, fand ich Stardust. Stardust? Ihr Pferd. Ah. Es lag mit gebrochenem Hinterlauf auf einem Felsvorsprung. Ich konnte nichts mehr für das arme Tier tun. Sie haben es erschossen, nehme ich an. Es war die einzige Möglichkeit. Eliza muss durch den Sturz vom Pferd geworfen und in den Abgrund gefallen sein. Der Fluss hat ihren Körper mitgerissen. Wenn es regnet, müssen Sie wissen, ist er sehr gefährlich. Die Strömung nimmt durch das zusätzliche Wasser deutlich zu. Moment! Darf ich daraus schließen, dass man den Leichnam Ihrer Frau bis heute nicht gefunden hat? Das war kaum möglich. Natürlich haben wir das Ufer im Umkreis abgesucht. Aber ich sagte ja schon, die Strömung war sehr stark und aufgrund der heftigen Regenfälle konnten wir erst am nächsten Tag mit der Suche beginnen. Selbstverständlich. Soweit also die Vorgeschichte, Mr. Holmes. Vor 2 Wochen ging dann der Spuk los. In der gesamten Zeitspanne davor ist nie etwas dergleichen passiert? Nein, es hat am Dienstag vor 2 Wochen angefangen. Ein sehr interessanter Punkt. Finden Sie nicht, Watson? Doch, doch. Fahren Sie bitte fort. Es war früher Abend. Ich war mit Atkins im Garten, um einige Kräuter anzupflanzen. Reichen Sie mir die Schaufel, Atkins. Sehr wohl, Sir. Wenn wir hier fertig sind, lassen Sie mir bitte ein Bad ein und feuern den Kamin. Aufräumen können Sie morgen. Wie Sie wünschen.
Eine Frechheit! Das ist ein Privatgrundstück. Was hat ein Reiter hier zu suchen, um diese Zeit? Soll ich ihn höflich auffordern, sich von hier zu entfernen? Auffordern, ja. Höflich, nein. Schmeißen Sie den Burschen von meinem Grund und... Das ist doch nicht möglich. Was meinen Sie, Sir? So sehen Sie doch. Ein reiterloses Pferd. Tatsächlich, aber... Aber das ist ja Stardust. Verflucht, Sie haben recht. Meine Güte, Atkins, sehen Sie das auch? Das Blut. Sir, ist Ihnen nicht gut? Das Tier hat ein Loch im Kopf. Genau an der Stelle, wo... Und überall Blut. Ich werde den Blick des Tieres nie vergessen. So, als würde er sagen wollen, warum hast du mich erschossen? Starr vor Schreck stand ich da. Einige Sekunden, vielleicht waren es sogar Minuten, ich kann das gar nicht mehr sagen. Und dann, so unvermittelt wie er gekommen war, verschwand er auch wieder. Und es gibt für Sie keinen Zweifel, dass es der Hengst Ihrer Frau war? Nein, der Schweif, der silbergrau schimmernde Schopf, das tiefschwarze Fell, er war es, Holmes, er und kein anderer. Gut, nehmen wir das als erste Hypothese. Was geschah als nächstes? Das war am Sonnabend. Da saß ich vor dem Kamin und las Dickens. Es muss so kurz nach 9 Uhr abends gewesen sein, als ich ein seltsames Geräusch vernahm. Es kam von der Veranda. Versuchen Sie, es so genau wie möglich zu beschreiben. Bitte. Nun, es war eine Art Plätschern, so als würde ein Wasserhahn tropfen. Gefolgt von einem Schlurfen. Einem Ziehen. Als würde man einen alten Teppich oder ein schweres Stück Stoff über den Boden schleifen. Ich danke Ihnen. Natürlich bin ich sofort aufgestanden und habe nachgesehen. Ich muss wohl nicht betonen, dass ich eine gefestigte Persönlichkeit bin. Ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben und auf dem Boden der Tatsachen steht. Mich bringt so leicht nichts aus der Fassung. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nicht wahr, Mr. Holmes? Aber an diesem Abend da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen vor Schreck. Ich schob den Vorhang zur Seite und sah meine Frau. Ach. Mit schleppenden, ungelenken Schritten wandelte sie im gespenstisch funkelnden Licht des aufgehenden Mondes über den Rasen. Sie trug die Kleider, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Und sie waren tropfnass, so als wäre sie gerade erst ihrem feuchten Grab entstiegen. Es war furchtbar. Wie sicher sind Sie, dass es wirklich Eliza war? Todsicher. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ist das die besagte Veranda? Ja, das ist sie. Sie standen also hier vor der Tür und blickten hinaus. Exakt. In welcher Entfernung tauchte die Gestalt auf? Nun, es dürften vielleicht 60 oder 70 Yards gewesen sein. In etwa auf Höhe des kleinen Holzschuppens. Was ist in dem Schuppen? Gartengeräte. Ein paar Stühle und Tische. Watson, würden Sie mir einen Gefallen tun? Selbstverständlich. Was soll ich tun? Holen Sie mir doch bitte einen Rechen aus dem Schuppen. Er ist doch offen, Mr. Stern. Ja, aber was um Himmels Willen wollen Sie denn jetzt mit einem Rechen? Auch mir erschien das zunächst wenig sinnvoll, aber Holmes zog mich zu sich und flüsterte mir ein paar kurze Anweisungen zu, die sein Vorhaben in einem anderen Licht erscheinen ließen. Ich nickte und verließ den Raum. Die Straße dort hinten... Wohin führt sie? Nach Hoxley-on-the-Green, einem kleinen verschlafenen Nest, etwa 10 Meilen von hier.
Natürlich. Ich war ja selbst einmal mit Ian dort. Ach, da ist Watson ja. Sehen Sie? Ja schon, aber ich verstehe immer noch nicht, was Sie mit dem Rechen wollen. Ach, den Rechen brauche ich nicht. Aber das Experiment können wir als gelungen betrachten. Experiment? Sie können wieder reinkommen, Watson! Was hat das zu bedeuten? Warum tragen Sie Atkins Butler-Livree? Weil Atkins da draußen gerade das Jackett meines Freundes am Leibe hat. Der bei dem Schuppen ist Atkins? Ganz recht. Aber Sie waren der festen Überzeugung, es sei der Doktor. Weil Sie ihn sehen wollten, Stone. Bedenken Sie auch, dass es damals 9 Uhr abends, also bereits recht dunkel war. Wollen Sie etwa überhaupt nicht lügen? Nein. Aber ich wollte Ihnen aufzeigen, dass Zweifel an der Identität jener geheimnisvollen Person durchaus angebracht wären. Also gut. Dennoch bin ich mir sicher, dass sie es war. War das die letzte Geistererscheinung? Nein. Heute früh hat sie zu mir gesprochen. Das ist doch ausgeschlossen. Sie hat zu mir gesprochen, jawohl. Und sie hat behauptet, ich wäre schuld an ihrem Tod, dass ich sie ermordet hätte. Und anschließend ist ihr Porträt von der Wand gefallen. Dieses dort? Nein, das in meinem Schlafzimmer. Zeigen Sie es mir bitte. Gut, kommen Sie mit. Wir folgten Harold Stern in sein geräumiges, ganz im modernen, viktorianischen Stil eingerichtetes Schlafzimmer. Das besagte Gemälde lag noch immer auf dem Boden. Holmes kniete sich nieder und untersuchte es akribisch. Dann schreckte er unvermittelt auf und schob einen Stuhl heran, auf den er sich stellte. Mit einer Lupe, die er aus der Manteltasche zog, untersuchte er die zwei rostigen Nägel, die das Bild gehalten hatten. Geben Sie mir das Porträt, Watson. Holmes hängte es wieder an seinen Platz. Dann sprang er mit einem katzengleichen Satz vom Stuhl, verließ kurzerhand das Zimmer und hämmerte Sekunden später von außen mehrfach mit der Faust gegen die Wand. Kurz darauf erschien sein hakennasiges, schmales Gesicht im Türrahmen. Und? Nichts. Das Bild hängt noch an seinem Platz. Er zog seinen Kopf zurück und war verschwunden. Der Hausherr sah mich fragend an, aber auch ich konnte nur mit den Achseln zucken. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte. So habe ich ihn in Erinnerung. Er war schon immer ein sonderbarer Kerl. Auf einmal polterte es über uns. Mehrmals stampfte Holmes im darüberliegenden Zimmer mit dem Fuß auf. Wieder ohne Erfolg. Das Bild hatte sich nicht einmal bewegt. Warum tut er das? Glaubt er, ich hätte so einen Krach nicht gehört? Nein, womöglich hätten Sie das nicht. Sie befanden sich in einer nervlich angespannten Gemütsverfassung. Alltägliche Geräusche nimmt man dann oftmals nicht wahr. Aber da das Bild noch hängt, wurde es so nicht gemacht. Die Nägel und die Verankerung im Rahmen sind sehr stabil. Normalerweise dürfte das Gemälde nicht so ohne weiteres hinunterfallen. Es sei denn, ein Geist hat seine Hände im Spiel. Unsinn! Das Fenster war geöffnet heute Morgen? Ja, ich schlafe immer bei offenem Fenster. Ein bemerkenswerter Umstand. Ein sehr bemerkenswerter Umstand. Watson, wenn ich Sie noch mal um etwas bitten darf? Selbstverständlich. Gehen Sie bitte hinunter und stellen sich genau vor das Fenster. Und dann sagen Sie irgendetwas. Versuchen Sie, möglichst unheimlich und geisterhaft zu klingen. Ich werde mich bemühen. Sie glauben also nicht an Geister? Natürlich nicht. Und ich weiß, dass Sie das tief im Inneren auch nicht tun. Sonst hätten Sie mich nicht herauskommen lassen. Ich weiß, dass du es warst. Du hast mich auf dem Gewissen. Reicht das? Hat es in etwa so geklungen? Nun ja, ähnlich, das gebe ich zu. Aber es war die Stimme meiner Frau und nicht die von Dr. Watson. Sicher. Warten Sie einen Moment.
Holmes trat zu mir hinaus und musterte den Kies und das Blumenbeet direkt unterhalb des Fensters mit kritischen Blicken. Nun sehen Sie sich das einmal an, Watson. Das kleine Häufchen Dreck? Sieht aus wie Asche. Das ist Asche, mein Lieber. Was deduzieren Sie daraus? Nun, hier hat wohl jemand gewartet und eine Zigarette oder Zigarre geraucht. Eine Zigarette? Zigarrenasche hat eine völlig andere Konsistenz. Wenn ich einmal die Zeit dazu finde, dann werde ich eine Mimografie darüber verfassen, wie man anhand der Asche Rückschlüsse auf das konsumierte Genussmittel ziehen kann. Bedenken Sie die Möglichkeiten, Watson. Bedenken Sie die... Und was haben wir denn hier? Frische Fußspuren. Da hat jemand das Beet zertrampelt. Sehen Sie? Ich weiß nicht. Natürlich nicht. Es sei denn, Sie tragen in der Freizeit gerne hochhackige Schuhe. Kommen Sie. Wir haben genug gesehen. Also hat dort eine Frau gestanden. Sie hat gewusst, dass er stets bei offenem Fenster schläft und zu ihm gesprochen. So muss es gewesen sein. Holmes, ich finde Ihre Methoden mit Verlaub gesagt etwas fragwürdig. Wenn Sie bereits einen Verdacht haben, dann bitte ich Sie, mich davon in Kenntnis zu setzen. Ich muss Sie enttäuschen, aber ich habe noch keinen, wie nannten Sie es, Verdacht. Sagen Sie, hat Ihre Frau geraucht? Zigaretten? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Aber Schuhe wird sie doch getragen haben. Sind Ihre Sachen noch vorhanden oder haben Sie alles entfernen lassen? Die Kleidungsstücke meiner Frau wurden einer wohltätigen Einrichtung gespendet. Bitte, Holmes, sagen Sie mir doch, was Sie denken. Ist es Ihr Geist, der mich terrorisiert? Oder ist es vielleicht Sie selbst? Lebt sie noch? Eines kann ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen. Ein Geist ist es gewiss nicht. Aber sind Sie auf Besuch eingerichtet? Dr. Watson und ich würden gerne heute Nacht hierbleiben, um dem Spuk einmal persönlich beizuwohnen. Selbstverständlich können Sie bleiben. Ich werde Atkins anweisen, zwei Gästezimmer herzurichten. Fein. Wir sind in wenigen Stunden zurück. Ja, aber wohin wollen Sie denn? Das würde mich auch mal interessieren. Nach Hoxley-on-the-Green. Ich habe Lust auf ein gutes, frisch gezapftes Bier. Kommen Sie, Watson. Hier ist es passiert. Wer dort herunterfällt, hat keine Chance. Kies und Rasen. Keine sonderlich felsige Gegend hier. Hatten Sie das denn erwartet? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Aber sehen Sie sich doch einmal um. Stellen Sie sich die Situation vor. Es regnet. Es ist glitschig. Eine Reiterin kommt. Wohl von dort! Er rannte plötzlich los. An der Weggabelung blieb er stehen, fuhr herum und stiefelte mit großen Schritten auf mich zu. Gerade so, als wolle er Pferd und Reiterin imitieren, schnalzte er dabei mit der Zunge und schnaubte. Sie kommt den Weg runter. Das Pferd ist durchgegangen. Sie kann den Gau nicht mehr kontrollieren. Das verängstigte Tier rennt weiter, immer weiter. Dann stürzt es. Aber warum stürzt es? Ja, wie Sie schon sagten, es war glitschig. Ah, negativ, Watson. Das bringt einen Hengst nicht zu Fall. Gut, aber ein hervorstehender Ast oder eine Baumwurzel sehr wohl. Und? Sehen Sie eine? Nicht nur eine, unzählige. Schauen Sie doch mal dort herüber. Gut, kommen Sie. Das Pferd stolpert also über eine von diesen Wurzeln. Ja, gut möglich. Es wurde bereits dunkel, der peitschende Regen. Das Pferd war nervös, durchgegangen. Es stürzt also. Einen Moment. Ja, warum ziehen Sie denn Ihren Schuh aus, Holmes? Ohne mit der Wimper zu zucken, warf sich Holmes an Ort und Stelle in den Dreck. Im Fallen schleuderte er seinen Schuh in Richtung des Abgrundes. Er blieb einige Meter davor liegen. Dann sprang er auf und hüpfte auf einem Bein zu der Stelle, wo der Schuh zu liegen gekommen war. Ich gebe zu, dass ich ein wenig schmunzeln musste.
Zum damaligen Zeitpunkt waren seine ungewöhnlichen Methoden für mich neu und wirkten doch bisweilen reichlich albern auf mich. Na kommen Sie! Was sehen Sie? Ihren Schuh, Holmes. Aber was soll das? Wir könnten das jetzt mit Hilfe von Newton und Watts berechnen und es würde meine These minutiös unterstützen. Ja? Aber dazu fehlt uns die Zeit. Glauben Sie mir einfach, dass die Wucht und Geschwindigkeit, mit der ich im Fallen meinen Schuh fortgeschleudert habe, in etwa der potenzierten Kraft entspricht, die auf einen Körper gewirkt hätte, der an derselben Stelle aus dem Sattel eines sich im Galopp befindenden Hengst geschleudert worden wäre. Ah, also wäre Eliza Stern hier aufgekommen? Hier oder ein paar Zentimeter weiter, aber eben noch mehrere Meter entfernt von der todbringenden Schlucht. Und hier gibt es auch nichts, an dem sie sich ernsthaft verletzt haben könnte. Treffend bemerkt. Wie aber ist sie dann in die Schlucht gestürzt? Ist sie das denn überhaupt? Wir werden es herausfinden. Doch jetzt lassen Sie uns unseren ursprünglichen Plan in die Tat umsetzen. Durch die körperliche Ertüchtigung ist mein Durst auf Bier nur noch größer geworden. Kommen Sie! Also, wenn Sie mich fragen, dann erscheint mir die Sache doch recht einfach. Man hat keine Leiche gefunden, also lebt seine Frau noch. Möglich. Aber warum gibt sie sich dann nicht zu erkennen und kehrt an die Seite ihres Mannes zurück? Warum diese Inszenierung? Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Ein entscheidender Faktor scheint mir auch der Zeitpunkt zu sein. Warum geschieht ein halbes Jahr nichts? Es muss einen triftigen Grund geben, warum der Geist erst jetzt auftaucht und Vergeltung fordert. Aber Sie glauben auch, dass sie noch am Leben ist, oder? Der Glaube ist ein trügerischer Ratgeber. Ich halte mich lieber an Fakten. Und ein Faktum ist, dass Eliza Stern nicht geraucht hat. Na, zumindest sind wir uns einig, dass es sich hier nicht um Gespenster oder übernatürliche Phänomene handelt. Oh ja, das sind wir. Ach, Herr Wirt. Ja, bitte? Mein Freund und ich würden gern noch mehr von der zauberhaften Gegend kennenlernen, aber wir sind keine großen Spaziergänger. Könnten wir hier eventuell irgendwo ein Pferd ausleihen? Bei uns im Ort? Oder in der näheren Umgebung? Die Sterns haben keine Pferde mehr, seit das schreckliche Unglück passiert ist, ja. Vielleicht versuchen Sie es mal bei O'Reilly. Sein Hof liegt am Ende der Hauptstraße. Das können Sie gar nicht verfehlen. Danke. Ach, Sie haben die Sterns erwähnt. Kannten Sie die gnädige Frau? Nicht persönlich, aber sie ist oft ausgeritten. Dabei kam sie regelmäßig hier durch. Ach, sie war schon eine sehr auffällige Person. Auf mich wirkte sie fast wie eine Amazone. Ihr langes, wallendes, rotes Haar, ihre imposante Statur. Ein Bild von einer Frau. Sie hatte so etwas Wildes an sich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sicher. Sie brauchen nicht zu denken, dass sie Damensattel geritten ist. Nein, sie nicht. Manchmal da ritt sie auch gänzlich ohne. Sie hatte bestimmt indianisches Blut in den Adern. Sie würden sie also als eine gute Reiterin bezeichnen? Gut? Sie war die beste Reiterin, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das können Sie mir glauben. Und sie ist oft durchs Dorf geritten? Ja, fast jeden zweiten Tag. Danke. Wünschen die Herren noch ein Bier? Nein, wir würden gern bezahlen. Schließlich haben wir noch etwas vor und für einen Ausritt in unbekannter Gegend braucht man einen klaren Kopf. Da haben Sie recht. 8 Schilling bitte. Der Rest ist für Sie. Seltsam, dass eine so hervorragende Reiterin bei einem Unwetter, mag es noch so heftig sein, die Kontrolle über das Tier verloren hat. Nicht wahr? Ebenfalls bemerkenswert ist der Umstand, dass sie so oft durch dieses trostlose Fleckchen Erde geritten ist. Es gibt im Umkreis eine erkleckliche Anzahl Landschaften,
die mir für einen Ausritt wesentlich attraktiver erscheinen. Ja, merkwürdig. Ob sie ein bestimmtes Ziel hatte? Das scheint mir die einzig logische Erklärung. Das muss der Hof sein, von dem der Wirt gesprochen hat. Hier endet die Straße. Wollen Sie denn wirklich ausreiten, Holmes? Natürlich nicht. Ich möchte mir lediglich die in dieser Gegend verfügbaren Pferde einmal ansehen. Kommen Sie, dort hinten sind die Stallungen. Ja, wollen wir denn nicht erst um Erlaubnis fragen? Wenn Sie sich mit so etwas aufhalten wollen, gehen Sie hinüber zum Haus. Ich bevorzuge immer den direkten Weg. Ach. Da haben Sie Ihre Pferde, Holmes. Ja. Holmes schritt die Boxen ab. Im geräumigen Stall befanden sich drei Tiere. Ein altersschwach wirkender Schimmel, ein nicht wesentlich vitaler, dreinblickender Brauner und ein hochgewachsener, schwarzer Hengst. Dieser hatte Holmes Interesse geweckt. Er zwängte sich in den schmalen Verschlag und musterte das Pferd aus nächster Nähe. Er konnte, zu meinem Erstaunen, sehr gut mit ihm umgehen und wusste, die Nervosität des Tieres im Keim zu ersticken. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Tierfreund sind. Es gibt sicherlich noch viele Dinge, die Sie nicht von mir wissen. Aber das ist ja in Anbetracht der kurzen Dauer unserer Bekanntschaft auch kein Wunder. An seine merkwürdige, sprunghafte Art der Untersuchung würde ich mich noch gewöhnen müssen. Von einer auf die andere Sekunde ließen ihn Dinge, die ihn eben noch mit Feuer und Leidenschaft erfüllt hatten, vollkommen kalt, und er würdigte sie keines Blickes mehr. Mit schnellen Schritten verließ er den Verschlag und steuerte auf einige hölzerne Bottiche zu, die an der gegenüberliegenden Wand ineinander gestapelt standen. Ha! Ich trat zu ihm und blickte ins Innere der Behältnisse. Sie waren leer, aber an ihren Rändern klebte eine vertrocknete, gräulich schimmernde Masse, die mich entfernt an Mörtel erinnerte. Was ist das? Wenn mich nicht alles täuscht, eine Farbe auf Basis von Calciumcarbonat. Er schnupperte an einem der Eimer und ließ ihn dann mit der bereits geschilderten Teilnahmslosigkeit wieder sinken, um seine Aufmerksamkeit einer Ansammlung von Zaumzeug und Sätteln zu widmen. Ein Damensattel, mein lieber Watson. Was sagen Sie dazu? Ah, und ein paar Reitstiefel. Ah, die Erde stimmt nicht überein. Aber gut, ist ja auch schon etwas länger her. Darf ich die Herrschaften fragen, was sie hier zu suchen haben? Das dürfen Sie, guter Mann. Wir suchen Mrs. O'Reilly. Es gibt keine Mrs. O'Reilly. Entschuldigung, aber ich dachte, da Sie einen Damensattel Ihr eigen nennen, da... Der gehört Pat. Und wer ist Pat? Patricia, meine Schwester. Aber ich wüsste nicht, was Sie das angehen sollte. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Holmes. Dies ist Dr. Watson. Wir sind Freunde von Ian Stern. Ich glaube Ihnen kein Wort. So? Machen Sie, dass Sie von meinem Gut verschwinden. Neugierige Fremde, die dumme Fragen stellen, kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Kapiert? Das ist doch... Lassen Sie mich sofort los, O'Reilly. Ich warne Sie. Was sonst? Ohne Ansatz schoss die Rechte meines Freundes vor und erwischte den verdutzten Gutsbesitzer an der Schläfe. Das zahle ich Ihnen heim. Es tut mir leid. Kommen Sie, Watson. Wir sind hier nicht erwünscht. Das können Sie laut sagen, Mister. Lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Sonst beziehen Sie ordentlich Prügel. Das schwöre ich Ihnen. Ein ungehobelter Kerl. Aber mussten Sie ihn gleich schlagen? Er hat angefangen. Ich hatte ihn zunächst freundlich gebeten, seine Hand von meinem Kragen zu nehmen. Er hat es sich selbst zuzuschreiben. So kann man das natürlich auch sehen.
Aber scheinbar fehlt es ihm zuweilen an der nötigen Selbstdisziplin. Da hat sie der gute Stamford wohl doch falsch eingeschätzt. Er hat sie als gefühlskalt beschrieben. Doch hinter der analytischen Fassade scheint ein Feuer der Leidenschaft zu lodern. Auch hätte all das vermieden werden können, wenn wir uns nicht einfach Zugang zum Stall verschafft, sondern vorher mit ihm gesprochen hätten, so wie ich das vorgeschlagen hatte. Ja, geschenkt. Ziemlich heruntergekommen, der Hof. Das finde ich allerdings auch. Hier ist bestimmt seit Jahren nicht mehr renoviert oder ausgebessert worden. Sie sagen es. Warum ist Ian eigentlich von hier weg, Atkins? Wenn ich das wüsste, Mr. Holmes. Ich habe den jungen Sir immer sehr gemocht. Aber das wissen Sie ja sicherlich noch. Natürlich. Nach dem Tod seiner Mutter hat er sich mehr und mehr zurückgezogen. Manchmal war er tagelang nicht im Haus. Und irgendwann, so vor 2 Monaten ungefähr, da kam er eines Tages gar nicht mehr zurück. Eine Tragödie, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Eine wahrhaftige Tragödie. Sie haben seitdem nichts von ihm gehört? Nein, bedauere. Nicht ein Sterbenswörtchen. Er schreibt also nicht einmal seinem Vater? Nein, das wäre mir aufgefallen. Schließlich gehört es zu meinen Pflichten, mich um die Post des gnädigen Herrn zu kümmern. Merkwürdig, dass er alle Brücken so einfach abbricht. Was haben Sie, Watson? Da schleicht jemand durch den Garten. Wo? Tatsächlich. Sie haben ja Augen wie ein Luchs. Bei der Dunkelheit und auf die Entfernung hätte ich ihn nie und nimmer entdeckt. Wahrscheinlich der geschulte Blick des Afghanistan-erprobten Armeearztes. Gerade des Nachts wurden wir leider viel zu oft Opfer von Überfällen und Angriffen. Da lernt man, auf kleinste Bewegungen bei extremsten Lichtverhältnissen zu achten. Ich habe von Anfang an gewusst, dass Sie mir eine unschätzbare Hilfe sein werden. Das ist ja unerhört! Ich werde sofort... Nein! Denken. Das werden Sie nicht. Lassen wir unseren Geist seinen Spuk zuerst ausführen. Wir werden ihn auf frischer Tat stellen. Sind Sie bereit, Watson? Selbstverständlich. Dann los! Sie gehen rauf zum alten Stern. Postieren Sie sich vor seinem Schlafzimmer. Ich gehe hinaus und erwarte ihn unter dem Fenster. In Ordnung. Ich eilte die Treppe hinauf und bezog Stellung, wie abgesprochen. Zunächst geschah einige quälend lange Sekunden nichts. Dann aber regte sich etwas im Inneren des Zimmers. Ich vernahm deutlich Schritte. Mein Herzschlag ging schneller. Ich presste mein Ohr an die Zimmertür. Warum hast du es getan? Geh weg! Du kannst deiner Schuld nicht entkommen. Ich werde bei dir sein. Für alle Ewigkeit. Nein! Lass mich in Ruhe! Schon immer war ich ein Mann der Tat. Auch dies war sicher eine der Nachwirkungen meiner Kriegserfahrungen. Wenn jemand in Not war, dann musste man handeln und nicht abwarten. Entschlossen griff ich zum Türknauf und trat ins Zimmer. Augenblicklich gefror mir das Blut in den Adern. Im Zimmer herrschte fast vollkommene Dunkelheit. Vor dem Bett stand eine leuchtende Gestalt. Es war eine betörend schöne Frau mit wallendem Haar und vortrefflichen Proportionen. Allerdings war ihr Zustand alles andere als schön anzusehen. Ihre Kleider waren durchnässt und zerrissen. Ihre Haut wirkte aufgedunsen und spröde. Die Person hatte ihren Arm nach Harold Stern ausgestreckt, der kreidebleich und am ganzen Leib zitternd im Bett lag. Lassen Sie den Mann los, wer oder was auch immer Sie sind. Aber... Warum helfen Sie diesem Teufel? Urplötzlich kam Leben in die Erscheinung. Sie zuckte erschrocken zurück und hechtete mit einem pantherhaften Sprung zum Fenster. Ich jagte hinterher, packte ihren Rockzipfel und legte mich dann der Länge nach auf den getäfelten Holzboden. Der glitschige Stoff war mir entglitten. Als ich mich wieder aufgerichtet hatte, war die geheimnisvolle Fremde bereits aus dem Fenster gesprungen. Geben Sie auf! Wenn Sie Ihre Charade jetzt beenden, dann garantiere ich Ihnen, dass... Mein Gott,
Holmes! Ohne groß nachzudenken, erklomm ich das Fenstersims und ließ mich in die Tiefe fallen. Oh, schon gut, es geht wieder. Oh. Aber der Bursche hat verflucht hart zugeschlagen. Oh. Welcher Bursche? Unser Geist hatte einen sehr menschlichen Komplizen. Er muss schon vor mir hier unten gewesen sein. Und ich, Esel, habe ihn nicht bemerkt. Sie können eben auch mal Fehler machen. Ja, aber ich darf es nicht, Watson. Verstehen Sie? Ich darf es nicht. Darf ich vorstellen? Inspektor Gregson von Scotland Yard. Der wahrscheinlich fähigste Detektiv unserer Königin. Holmes, bitte. Übertreiben Sie da nicht etwas? Ich sage lediglich die Wahrheit. Danke, aber dennoch, meine bescheidenen Fähigkeiten sind ein Nichts verglichen mit den Ihren. Sie sind der Magier, ich bloß der Zauberlehrling. Dies ist mein Freund Dr. Watson. Sehr erfreut. Der Hausherr Mr. Harold Stern. Den treuen Atkins haben Sie ja schon kennengelernt. Ja, sehr erfreut, die Herrschaften. Aber jetzt sagen Sie mir doch schon, warum Sie mich rufen ließen. Steht ein Kriminalfall vor dem Abschluss, von dem wir beim Yard noch nichts wissen? Oder haben Sie sich wieder einmal daneben benommen, Holmes? Muss ich erneut die Wogen glätten, weil Sie sich mit Ihren unorthodoxen Methoden in die Nesseln gesetzt haben? Wissen Sie, Doktor, Mr. Holmes schlägt gern mal über die Stränge und eckt mit seinen seltsamen Ermittlungsmethoden des Öfteren an. Vor 2 Wochen erst, da hat er eine Massenschlägerei im West End. Das tut jetzt nichts zur Sache, Gregson. Wie mir scheint, kennen Sie Holmes schon etwas länger und besser, Inspektor. In der Tat, Doktor. Wir haben zusammen schon so manche Schlacht geschlagen, nicht wahr? Ich erzähle Ihnen die Geschichte ein andermal. Sie ist wirklich äußerst amüsant. Hier hat ein Einbruch stattgefunden. Genauer gesagt bereits mehrere. Und wenn wir nicht sehr aufpassen, findet hier in nicht allzu ferner Zukunft ein Mord statt. Ein Mord? Ja. Ich habe gute Gründe, um Ihr Leben zu fürchten, Mr. Stern. Aber wer sollte mich umbringen wollen? Eine Familie namens O'Reilly, die einen Gutshof in Hoxley-on-the-Green besitzt. O'Reilly? Von denen habe ich noch nie etwas gehört. Sind Sie sicher? Ja, das bin ich. Ihnen sagt der Name also nichts? Nein, beim besten Willen nicht. Ich gehe ohnehin davon aus, dass es nicht der richtige Name ist. Interessant. Aber wie kommen Sie eigentlich darauf, dass die O'Reillys oder wie immer sie heißen mögen, Mr. Stern nach dem Leben trachten? Haben Sie Beweise oder ist das bloß eine Vermutung? Eine Ihrer gewagten Deduktionen? Und was genau erwarten Sie von mir? Wir sollten die Familie aufsuchen und zur Rede stellen. Und das geht nun mal am besten, wenn eine Amtsperson anwesend ist. Auf mich und Dr. Watson sind die O'Reillys nicht sonderlich gut zu sprechen. Unterwegs werde ich Sie ins Bild setzen, Gregson. Ihre Droschke wartet noch draußen? Ja, ich habe den Kutscher angewiesen zu bleiben. Der Magier befiehlt, der Lehrling gehorcht. Sehr gut. Dann lassen Sie uns sofort aufbrechen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. O'Reilly beäugte uns mit misstrauischen Blicken, und hätte nicht Inspektor Gregson sogleich seine Dienstmarke vorgezeigt, hätte er uns wohl lautstark des Grundstücks verwiesen. So aber führte er uns 4, auch Mr. Stern war auf eigenen Wunsch mitgekommen, in ein kleines Arbeitszimmer im 1. Stock des Gutshofes. Anstatt ein Gespräch zu beginnen, ging Holmes schnellen Schrittes durch den Raum, geradewegs auf ein gerahmtes Foto zu, vor dem er kopfschüttelnd stehen blieb. Was wollen Sie von mir? Ich hab zu tun. Genau genommen wollen wir nichts von Ihnen, sondern von Ihrer Schwester. Mr. Holmes hat mir mitgeteilt, dass sie bei Ihnen wohnt. Mr. O'Reilly, ich rede mit Ihnen. Sie haben doch eine Schwester, nicht wahr? Ja, Patricia. Wo ist sie? Nicht da. So, so. Aber sie trägt doch sicher gern Kleider. Ich verstehe die Frage nicht. Nasse Kleider. Also wenn das ein Scherz sein soll, dann... Dürfen wir die Garderobe Ihrer Schwester einmal in Augenschein nehmen? Also, was sollen die komischen Fragen? Und wer sind diese Gentlemen überhaupt?
Ich habe die beiden hier gestern dabei erwischt, wie sie ohne Erlaubnis in meinen Stallungen herumgeschnüffelt haben. Das sind doch keine Polizisten. Sie sind über jeden Zweifel erhaben. Ob man das von Ihnen und Ihrer Schwester auch behaupten kann, wird sich erst noch erweisen müssen. In besagtem Stall gibt es mehrere Kübel, in denen eine Farbe aus Calciumcarbonat angemischt wurde. Na und? Das ist durchaus üblich für den Anstrich von Fassaden. Richtig. Aber bei Ihnen wurden seit Jahren keine Fassaden mehr gestrichen. Das bedeutet, dass die Farbe nicht zu diesem Zweck verwendet wurde, sondern um einen großgewachsenen schwarzen Hengst in einen anderen großgewachsenen Hengst zu verwandeln. Was faseln Sie denn da? Calciumcarbonat erzeugt ein silbrig schimmerndes Grau. Sie haben Schopf und Schwanz Ihres Pferdes damit eingefärbt, um den Eindruck zu erwecken, es handle sich um Stardust, den Hengst der verstorbenen Mrs. Sturm. Aber ich habe bei der Untersuchung des Tieres deutliche Farbrückstände gefunden. Warum sollte ich das tun? Ich kenne die Sturms doch kaum. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Foto lenken dürfte, die Herren? Er nahm das Bild von der Wand und legte es vor uns auf den Tisch. Ich erkannte eine fünfköpfige Familie. Ein älteres Ehepaar saß im Vordergrund auf einer Gartenbank. Dahinter hatten sich drei Personen aufgestellt. Zwei junge, rothaarige Frauen und ein adretter Bursche, in dem ich den unfreundlichen O'Reilly wiederzuerkennen glaubte. Aber das ist ja Eliza. Dann sind Sie Ihr Bruder Patrick. Sieh an. Es besteht also doch eine Verbindung zwischen Ihren Familien. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich sage gar nichts mehr. Lass gut sein, Patrick. Es hat doch keinen Sinn mehr. In dem Moment, da mein sauberer Herr Vater Sherlock eingeschaltet hat, wusste ich, dass es bald vorbei sein würde. Ian! Junge! Die Tür war aufgeflogen und herein traten ein stattlicher, kräftiger Mann und eine burschikos wirkende, rothaarige Frau, bei der es sich zweifelsohne um Patricia O'Reilly handeln musste. Fass mich nicht an, du Mörder! Aber Junge, was redest du denn da? Ganz recht! Sie sind ein feiger Mörder! Sie haben Eliza umgebracht, Sie Schwein! Mr. O'Reilly, ich muss Sie bitten, sich zu beruhigen. Wobei, O'Reilly ist natürlich nicht Ihr richtiger Name, oder? Nein, wir heißen McGowan. Aber den Namen hätte Stern gekannt. Daher musste sich mein Bruder etwas anderes ausdenken, als er damals hierher zog. Etwas kreativer hätten Sie aber sein können. O'Reilly klingt immer noch sehr irisch. Wir sind stolz auf unser Land, Mr. Holmes. Das soll jeder wissen. Daran habe ich keine Sekunde gezweifelt. Mrs. Eliza Stern war gebürtige Irin. Es war demnach nicht indianisches, sondern irisches Blut, das sie zu einer außergewöhnlichen Reiterin machte. Sie war eine dermaßen gute Reiterin, dass sie auch bei schlechten Wetterbedingungen und in widrigstem Gelände niemals die Kontrolle über ihr Pferd verlieren würde. Stimmen Sie mir soweit zu, Mr. Stern? Ich weiß nicht, was Sie damit andeuten wollen. Warum haben Sie Stardust erschossen? Aber das habe ich Ihnen doch gesagt. Er war so schwer verwundet, dass ich... Und warum war er verwundet? Nun, er muss gestolpert sein über einen Ast oder einen Stein. Ich habe mir die Gegend angesehen. Dort gibt es keine gefährlichen Vorsprünge, Kanten oder Steine. Ich habe noch nicht einmal wild wachsende Äste oder Büsche gefunden. Der Boden ist sehr erdig, nicht felsig, wie ich ursprünglich annahm. Wahrscheinlich würde dort kein Pferd der Welt stürzen. Aber selbst wenn, es würde sich niemals so schwer verletzen, dass es eine Erschießung rechtfertigen würde. Ja, aber... Ich kann Ihnen sagen, warum Ihre Frau die Kontrolle über das Pferd verloren hat. Weil Stardust mitten im Lauf von einer Kugel getroffen wurde. Das... Stimmt das, Mr. Stern? Nein, ich... Er hat es getan. Aber... Er hat Stardust angeschossen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Mutter infolgedessen sofort in den Tod stürzt. Als das nicht der Fall war, hat er sie gepackt und hinuntergestürzt. Du kannst es nicht gesehen haben. Das kann doch gar nicht. Du warst doch in London. Das Cricket-Spiel gegen Leicester. Wurde wegen des Wolkenbruchs abgesagt. Ist Ihnen klar, dass man den letzten Satz als Geständnis auslegen kann, Stern? Vielleicht wäre es jetzt besser, die Karten auf den Tisch zu legen und mit der Wahrheit rauszurücken. Es würde Ihnen vor dem Richter sicher nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Sollten Sie allerdings weiter die Unschuld vom Lande spielen, dann haben Sie von Seiten des Gesetzes keine Milde zu erwarten. Denn die Beweislage spricht erst recht nach der Aussage Ihres Sohnes eindeutig gegen Sie.
Da kommen Sie nicht mehr raus. Sie haben zu viele Fehler gemacht, Stern. Der größte war, mich zu unterschätzen. Aber das haben Sie ja schon damals getan. Ich war ja nur ein eingebildeter Junge mit blühender Fantasie. Wie oft haben Sie mir das vorgeworfen? Wie oft? Was glaubst du, Vater, warum ich geflohen bin? Warum ich keinen Tag länger mit dir unter einem Dach leben wollte? Ich verstehe Ihren Zorn. Dennoch muss ich Ihnen sagen, dass Sie falsch gehandelt haben. Warum haben Sie ihn damals nicht angezeigt? Blut ist dicker als Wasser, Inspektor. Er ist immer noch mein Vater. Auch wenn ich ihn hasse. Hasse wie keinen zweiten auf dieser verfluchten Erde. Aber das habe ich nicht gewusst. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Ich hätte dir doch gern... Das war schon immer alles, was dich interessiert hat. Geld! Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, welches Motiv er gehabt haben sollte, seine Frau umzubringen. Nun, dann dürfte Ihre Frage jetzt beantwortet sein, Doktor. Im Grunde kann man fast alle Straftaten auf drei Grundmotive zurückführen. Eifersucht, Rache und Gewinnsucht. Ich gebe zu, dass ich zunächst an ein Eifersuchtsdrama dachte. Das regelmäßige Auftauchen von Eliza Stern in Hawksley on the Green ließ mich vermuten, dass sie dort eine Liebschaft hatte. Erst das Foto hat mir die wahren Verhältnisse offenbart. Rache schied für mich von vornherein aus. Bleibt also die Habgier. Richtig, Dr. Watson. Die McGowans waren reiche Grundbesitzer in Irland. Harold Stern war ein mittelloser Student, als er Mutter in Dublin kennenlernte. Sie verfiel ihm und wurde schwanger. Gegen den Willen der Familie verließ das junge Paar Irland und ließ sich hier nieder. Anfangs noch ohne Geld. Aber bald schon starben Elizas Eltern. Sie erbte ein Drittel des Vermögens. Was ich nicht verstehe, ist, warum er seine Frau deshalb umbringen musste. Als ihr Ehemann konnte er doch über ihr Vermögen verfügen. Nein, die anfängliche Liebe war schnell verflogen. Nur wegen mir hat Mutter die Anwesenheit dieses Verbrechers überhaupt so lange ertragen. Ah. Sie war eine starke Frau. Irisches Temperament. Eine Scheidung kam für sie nicht in Frage. Sie hat Vater stattdessen kurz gehalten. Sehr kurz. Ihr gehörte alles. Er hatte nichts. Sie ließ ihn leiden für seine Grobheit. Ja, verdammt! Sie war eine Hexe. Eine gemeine, rothaarige Hexe. Sie hat mich gequält. Mir jeden Tag zur Hölle gemacht. Aus purer Boshaftigkeit. Du hast sie belogen und betrogen. Du hattest es nicht anders verdient. Aber war es wirklich nötig, diese Komödie aufzuführen? Welchen Sinn und Zweck haben Sie damit verfolgt? Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir kurzen Prozess mit ihm gemacht. Das wäre viel zu barmherzig gewesen. Nein! Er sollte leiden. Er sollte sich schuldig fühlen für das, was er meiner Schwester angetan hat. Ich wollte, dass er keine Nacht mehr ruhig schlafen kann, weil er fast wahnsinnig wird vor Schuld. Und darum sind Sie als Reinkarnation Ihrer Schwester aufgetreten und haben Mr. Stern in Angst und Schrecken versetzt? Das waren Sie doch, oder? Ja, ich war es, den Sie am Schlafittchen gepackt hatten, Dr. Watson. Und Sie waren der Komplize mit dem harten Schlag, O'Reilly. Ich war Ihnen noch was schuldig. Nun sind wir quitt. Wie haben Sie es angestellt, dass Ihre Gestalt so unnatürlich geleuchtet hat, Miss McGowan? Ich bin Künstlerin, müssen Sie wissen, und experimentiere sehr viel mit Farben. In diesem Fall war es ein Phosphor-Kreide-Gemisch. Sehr wirkungsvoll, finden Sie nicht? Doch, in der Tat. Ich kann mir schon vorstellen, dass man es bei einem derartigen Anblick mit der Angst zu tun bekommt. Besonders, wenn man Schuld auf sich geladen hat. So wie du, Vater. Ich wünschte, ich könnte es dir erklären, Junge. Warum bist du eigentlich hier bei ihnen? Und seit wann? Seit 2 Wochen. Ah, der Zeitpunkt. Ich wollte ein paar meiner alten Sachen holen. Also bat ich Atkins, mich ins Haus zu lassen, als du fort warst. War Atkins eigentlich an ihrem Komplott beteiligt? Natürlich war er das. Ohne ihn wären viele der rätselhaften Spukereien gar nicht durchzuführen gewesen. Zum Beispiel die Sache mit dem Bild, das im richtigen Moment von der Wand fiel. Er hatte es vorher aus der Verankerung genommen und nur locker mit dem Rahmen auf die Nagelköpfe gelegt. So musste es bei der kleinsten Erschütterung des Türrahmens herunterfallen. Wie einfach sich doch so manches aufklärt. Aber entschuldigen Sie ihn, ich hatte Sie unterbrochen. Nun, ich sammelte also meine Habseligkeiten ein, als mich eine plötzliche Traurigkeit und ein Anflug von Sentimentalität überkamen. Ich spazierte zu der Stelle, an dem der Mord geschehen war. Und dann sah ich sie. Eine rothaarige Frau in wallendem Gewand auf einem kräftigen schwarzen Hengst. Zuerst dachte ich, es sei Mutter. Aber es war Patricia McGowan, die Sie sahen. Ja, der Junge war mir vorher nie begegnet, da ich erst nach Elizas Tod aus Irland herübergekommen bin.
Zu einem Zeitpunkt, als Ian bereits nicht mehr hier war. Und alles fügt sich. Ian erkannte das Unrecht, das er begangen hatte, indem er so lange schweigsam gewesen ist. Er beichtete ihnen alles. Ja, ich war erleichtert, als das schreckliche Geheimnis endlich meine Lippen verlassen hatte. Ich bleibe dabei. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, es Scotland Yard zu melden. Schließlich sind wir für derartige Dinge zuständig. Eine private Vendetta anzuzetteln hat noch nie jemandem genützt. Ich weiß. Und ich bin bereit, eventuelle Folgen in Kauf zu nehmen. Nun, Sie werden sich für das, was Sie Mr. Stern angetan haben, schon verantworten müssen. Allerdings ist es nicht zum Äußersten gekommen und Ihre Motive sind durchaus ehrbar. Von daher denke ich nicht, dass Sie mit einer schlimmen Bestrafung zu rechnen haben. Ich werde beim zuständigen Richter ein gutes Wort für Sie einlegen. Danke, Inspektor. Sie aber, Mr. Stern, verhafte ich wegen Mordes an Ihrer Frau. Gehen wir. Sehr gute Arbeit, Mr. Holmes. Verdammter Schnüffler! Ich habe es dir immer gesagt, Vater. Aus Sherlock wird mal ein wirklich guter Detektiv. Aber du hast mir ja nie richtig zugehört. So endete unser erster gemeinsamer Fall. Bleibt noch abschließend zu erwähnen, dass wir unseren unterbrochenen Umzug in der kommenden Woche beendet und unser neues Domizil in der Baker Street bezogen haben. Ein kleines, unscheinbares Apartment, das bald zum Zentrum der Verbrechensbekämpfung in der Millionenstadt London werden sollte. Nur wenige Tage nach den geschilderten Ereignissen sollte uns Gregson einen Fall bringen, der den vorliegenden an Brutalität und Tragik noch weit übersteigen sollte. Die Angelegenheit Jefferson Hope, der ich später den Titel »Eine Studie in Scharlachrot« geben sollte, würde uns weitaus mehr abverlangen als die Familientragödie bei Hawksley on the Green. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich Ihnen vielleicht bei Gelegenheit einmal erzählen werde. Bei Romantruhe Audio, Sherlock Holmes und Co. aus den Geheimakten der Meisterdetektive. Folge 2, der zerbrochene Armreif. Hutchinson Hatch, mein Name. In aller Bescheidenheit, New Yorks fähigster Reporter. Im Rahmen meiner Tätigkeit lernte ich vor einiger Zeit Professor Van Dusen kennen, genannt die Denkmaschine, der ich seitdem als Helfer in allen Lebenslagen und nicht zuletzt als Chronist diene. Er nutzte die Untätigkeit der New Yorker Unterwelt zu ausgiebigen wissenschaftlichen Studien und schien die Kriminologie nicht zu vermissen. Mir aber fehlte das Abenteuer. Zum Glück kam es just in diesem Moment zur Tür herein. In Person des körperlich wie geistig schwerfälligen Inspektor Mallory von der New Yorker Kriminalpolizei. Mein lieber Professor, ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ich habe da eine unglaubliche Geschichte für Sie. Ihnen auch einen guten Morgen, Inspektor. Und ja, Sie kommen ungelegen, sehr sogar.
Aber Sie verfügen leider über das zweifelhafte Talent, immer im ungünstigsten Moment aufzutauchen. Also, ich... Außerdem bin ich nicht der Richtige für ein derartiges Anliegen. Sie verstehen mich, Miss Professor. Natürlich handelt es sich bei der Sache um ein Verbrechen, ein kriminologisches Problem, wie Sie das immer nennen. Eines, bei dem Sie nicht vorankommen, nehme ich an? Nun ja, ich gebe zu, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wann hast du endlich mal wieder etwas Zeit für mich? Heather, wie du weißt, ist man als Reporter immer auf dem Sprung. Ja, die alte Leier. Jetzt sei bitte so gut und schau nach, worum ich dich gebeten habe, okay? Nur wenn du mich dafür auf ein Essen bei den Monicos einlädst. Also gut, versprochen. Mann? Aber das können wir doch später ausmachen. Nein, nein, Hutchinson Hatch, ich kenne dich. Wir machen das jetzt fest, sonst wird das nie etwas. Also gut, du Quälgeist. Wie wär's mit Sonntag, 19 Uhr? Einverstanden. Die Verabredung gilt. Was wurde gestohlen? Nichts. Nichts? Nun ja, doch. Es wurde etwas gestohlen, aber nicht bei dem Einbruch, den sie melden wollte. Sind Sie wahnsinnig geworden? Miss Harding, es liegt keineswegs in meiner Absicht, das Papier zu verbrennen. Entschuldigung. Ich verstehe. Sie denken an eine Geheimschrift. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es eine gibt. Die Denkmaschine entwickelte eine für ihn untypische Hektik und Betriebsamkeit. Mithilfe von Inspektor Mallory und Josh Harding, die er herumkommandierte wie Schuljungen, begann er um Punkt 3 Uhr eine Abmessung vorzunehmen, die durch die Spitze des vom Giant Head genannten Felsen geworfenen Schattens 100 Fuß vom Ausläufer des Bear Rocks nach Norden führte. Am Ende der 100-Fuß-Linie standen die drei nur Zentimeter vor einem der aufgewühlten Erdhaufen, die das ganze Gelände wie Maulwurfshügel durchzogen. Ja, wie es scheint, hat hier bereits jemand gegraben. Natürlich. Unsere junge Diebin. Dann werden wir hier nichts mehr finden. Was aber vor allem daran liegt, dass hier gar nichts versteckt ist. Aber wir haben doch die Anweisungen des Texas Harklan befolgt. Welches Datum haben wir heute? Den 29. Oktober. Eben. Manchmal macht er mich wahnsinnig mit diesen Andeutungen. Ja. Erleben Sie bisher unveröffentlichte Fälle aus den Geheimakten der Meisterdetektive. Als aufwendige Hörspielproduktion mit den bekannten Stimmen großer Hollywood-Stars.